ich war in Daytona, das war Ende Januar, 24 Stunden Rennen. Dann habe ich angefangen mit einer Porsche von Bayside Team. Und nach einer halben Stunde ging der Motor kaputt. Wir waren, ich glaube, 6 oder 8 so auf Starting Grid. Das Auto ging nicht so gut und nach einer halben Stunde war das Rennen Schluss. Dann habe ich gedacht, ja, ich nehme meine Sachen, packe alles, gehe zum Flughafen, fliege nach Hause. Und auf dem Parkplatz habe ich Bob Wollig getroffen, er hat mich gestoppt. Er meinte zu mir, was machst du? Ich fahre nach Hause, Nee, du fährst nicht nach Hause, du kommst mit mir, du fährst mit mir jetzt. Ich habe ein Auto, mein Auto kann gewinnen, aber ich fahre mit 2 Leute, die sind so langsam. Ich habe da keine Chance und komm, hilf mir. Da habe ich gedacht, okay, gut, umgedreht, Auto geparkt, bin in die Paddock gegangen und die 2 anderen Fahrer waren AJ Foyt und Alonso Senior. Und die waren mit dem Porsche sehr langsam, die waren noch nicht motiviert. Und ich bin von dem Moment bis zum Ende des Rennens immer mit Doppelstints mit Bob gefahren. Ich doppelt, dann Bob doppelt und so, bla bla. So ging es. Und wir sind von 17. Platz bis zum 1. Platz gegangen. Wir haben das gewonnen. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Arndt und in der heutigen Folge erlebt ihr eine absolute Weltpremiere. Und da lehne ich mich nicht so weit aus dem Fenster, denn ich bin mir zu 100% sicher, dass es noch niemals einen Podcast gab, in dem irgendwann im Hintergrund Live-Musik läuft, die kein geringerer als Walti Brun spielt. Und es könnte auch sein eigenes Geburtstagsständchen sein, denn Walti wird heute, also am 20. Oktober, wo diese Folge erscheint, 80 Jahre alt. Lieber Walti, wenn du diese Folge hörst, meinen herzlichen Glückwunsch, ganz sicher auch im Namen meiner vielen Hörer und danke für so viele tolle Rennen und Geschichten, die du uns in deinem Leben beschert hast. In dieser Folge rede ich übrigens mit einem der wichtigsten Fahrer von Brun Racing, dem Belgier Thierry Boutsen. Und ich bin immer noch ganz fasziniert, wie viele Sprachen er so flüssig spricht. Wir konnten uns zum Glück auf Deutsch einigen, aber Thierry Boutsen im Interview, Walter Brun macht Musik, was ist da eigentlich los? Ich verrate es euch, kürzlich wurde nämlich ein neues Buch präsentiert, Brun Motorsport 1966 bis 2009 heißt es und genau genommen sind es 3 Bücher im Schuber, denn Waltis Sohn Sascha hat die Corona-Zeit genutzt und tausende von Fotos aus aller Welt gesichtet und ein umfassendes Werk über seinen Vater zusammengestellt, das jetzt pünktlich zu dessen 80. Geburtstag im Sportfahrer Verlag erschienen ist. In diesem Rahmen und dank Saschas Hilfe hatte ich die Gelegenheit, mit Thierry Boutsen zu sprechen und darum ist diese Folge auch etwas kürzer, als ihr es bei mir gewohnt seid und ich habe mich wahnsinnig gefreut, dass er überhaupt so lange mit mir reden konnte, denn ständig sind alte Weggefährten vorbeigekommen und wir wollten natürlich auch nichts vom Event verpassen. Doch bevor ich jetzt mit Thierry rede, noch eine wichtige Mitteilung für euch. Habt ihr euch dieses Jahr denn schon um eure Autoversicherung gekümmert? Einmal im Jahr kann man ja bis zum 30. November kündigen und in eine bessere und vor allem günstigere Versicherung wechseln. Und wer möchte momentan nicht jede Möglichkeit nutzen, um beim Autofahren Geld zu sparen? Ich habe es schon gemacht, aber bei jeder Prüfung und bei jedem Neuabschluss geht natürlich erstmal der Papierkram los. Alte Tarife checken, wenn man etwas Besseres gefunden hat, kündigen, wieder abheften und. Um alle Versicherungen im Blick zu haben, nutze ich deshalb Clark. Eine App, in der ihr alle eure Versicherungen jederzeit übersichtlich angeordnet habt und genau wisst, was sie kosten, wann sie gekündigt werden können, was sie leisten und wer euer Ansprechpartner ist. Am allerbesten gefällt mir aber, dass man eine Option wählen kann, mit der Clark dann auch noch alle Formalitäten wie Kündigung und das Abschließen einer besseren Option für einen übernimmt. Natürlich nur nach vorheriger Zustimmung. Wie so ein kleiner Assistent in der Hosentasche, der schaut, dass einem nicht überflüssig das Geld aus selbiger gezogen wird. Holt euch also ein Upgrade für eure Versicherungen mit Clark. Und als kleinen Extra-Bonus gibt es von Clark einen Shopping-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Denn wenn ihr jetzt die Clark-App auf clark.de runterladet und bei der Registrierung den Gutscheincode BenzinTalk eingebt und eine Versicherung in die App ladet, dann habt ihr schon einen 15-Euro-Gutschein. Sicher, bei 2 Versicherungen in der App sind es schon 30 Euro. Und bei diesem Gutschein sind etliche Shops mit dabei. Ihr könnt es euch aussuchen von Amazon über Six, Toom, Spotify, Apple, Adidas und viele, viele mehr. Probiert es einfach mal aus, denn warum soll die Verwaltung eurer Versicherung übertrieben kompliziert sein? Jetzt auf clark.de und das Codewort BenzinTalk nicht vergessen. Alle Teilnahmebedingungen, den Link und die Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Und hier ist er jetzt für euch, der ehemalige Formel 1 und Sportwagenpilot Thierry Boutsen. Okay, Thierry, wie ging deine Liebe zum Motorsport los? Gute Frage.
Gute Frage. Wenn du meine Mutter fragst, sagt sie, dass ich professionell geworden bin mit 3 Jahren alt. Ich hatte damals entschieden, Formel 1-Fahrer zu sein, mit 3 Jahren alt. Wusste ich schon. Und ich habe das geschafft. Das war nicht einfach. Ich musste sehr viel an Arbeit, um bis zum Formel 1 zu gehen und dort Formel 1 zu bleiben, auch 10 Jahre lang. Aber so hat das angefangen. Ich war immer ein großer Race-Fan. Und es hat funktioniert. Aber mit 3,5 hattest du Vorbilder in der Familie oder warst du mal an der Rennstrecke? Ich habe nur Rennen im Fernsehen gesehen, so ein paar Rennen so. Und ich habe das gehört. Ich habe von Santa Claus so eine kleine Ferrari bekommen, wo ich drin sitzen kann. Ich habe den ganzen Tag durch die Wohnung gefahren mit dieser kleinen Ferrari. Und naja, ich weiß nicht wie, aber das ist diese Racing Spirit war in mir. Ich hatte Benzin im Blut, vielleicht kein Blut mehr, aber Benzin ja. Ich meine, den Wunsch haben ja viele vielleicht nicht mit 3, aber ein paar Jahre später. Sind da viele Autos schon mal zu Schrott gegangen, bis du 18 warst? Nein, das war so das war ein Schwerpunkt für mich. Ich musste bis meinen 18. Geburtstag warten, um in einem Rennauto zu sitzen. Weil in Belgien durfte es nur auf die Strecken gehen mit einer Lizenz. Führerschein. Nicht nur Führerschein, aber auch die Rennfahrlizenz. Ja, dann musste ich bis 18. Lebensjahr warten. Ich bin natürlich ein bisschen verrückt gefahren mit dem Auto von meinen Eltern durch die Gegend. Die Polizei hat mich einmal gestoppt, als ich glaube, ich war 12. Sie haben mich gestoppt. Das war sehr lustig, weil der Polizist hat mich zurück nach Hause gebracht mit dem Auto und ich war nicht so weit von zu Hause. Mein Vater war da und der Polizist hat gesagt, ihr Sohn ist verrückt, er ist mit dem Auto weggefahren. Mein Vater meinte, ja, ich weiß, kein Problem. Für mich macht er das, aber das ist nicht erlaubt, aber das ist so egal. So, nee. Ich hatte immer sehr viel Hilfe von meiner psychologischen und moralischen Hilfe von meinen Eltern. Okay. Und um das zu tun. Ich war überzeugt, dass ich das schaffen könnte und habe alles dafür gemacht. Und ich habe meine Eltern auch motiviert, um dabei zu sein und mich zu unterstützen. Aber finanziell, konnte ich finanziell unterstützen? Weil heute nee, überhaupt es, nicht. Nee, also das war finanziell eine moralische nicht. Unterstützung. Ja, moralisch und die waren da, als ich angefangen habe. Finanziell nicht, wir waren nicht in der Lage, etwas zu finanzieren mit der Familie. Mein Vater hatte einen guten Job und meine Mutter arbeitete nicht. Aber ich musste selbst meine Sponsoren suchen, um fahren zu können. Aber das war so das, was deine Eltern dir auch mit auf den Weg gegeben haben, dass du erst eine Ausbildung abschließen sollst, oder? Ja, das war ein sehr, sehr wichtiger Punkt, weil mein Vater hat mir immer gesagt, du musst ein Diploma in deine Hände haben. Weil wenn es nicht lückt in Rennerei, wenn du nicht gut genug bist oder wenn du keinen Sponsor findest oder wenn du das nicht schaffst, musst du was anderes machen können. Und ich habe das Ingenieur studiert und gleichzeitig habe ich Rennen angefangen mit 18, 19, 20. Ich habe auch meinen Militärdienst gemacht. In Belgien waren noch 10 sehr, sehr lange Monate. Mhm. Ja. Und dann könnte ich freigehen in der Formel 3. Und du hast erst eine Rennfahrerschule besucht, oder? Ja, mit 18, ja. Ich hatte keine Erfahrung, musste irgendwo es lernen. Ich bin auch nie Go-Kart gefahren dafür, weil in Belgien hatten wir Goldstein, François Goldstein. Er war Weltmeister in Go-Kart. Und er ist, als ich jung war, ich war 13, 14, so ungefähr, und von Go-Kart ist er als Autofahrer gegangen, Rennfahrer gegangen. Er hatte nie Erfolg. Dann haben die alle in Belgien gesagt, in den Newspapers, oder ich habe auch so gedacht, wenn du gut bist in Go-Kart, bist du im Auto gar nicht gut. So, das lohnt sich nicht, mit Go-Kart anzufangen, lieber warten und dann das richtig zu machen. Okay. Und das war ein Nachteil, weil ich musste mit 18 anfangen zu lernen, wie man Rennauto fährt und wie man sich in Rennen bewegt und auf die anderen aufpasst. Und
Am Anfang, das war ein bisschen schwierig. Ich musste so schnell wie möglich lernen und das war sehr viel Arbeit. Ja, das glaube ich. Ja. War das für dich schon klar eigentlich, dass du eine Formelkarriere einschlagen würdest oder war es da noch so Tourenwagen, Formel, alles offen? Single-Seater war ich. War ich klar. War überzeugt, dass ich wollte in fünf Single-Seater sein, also bleiben. Bis dein Formel-1-Traum immer nach. Bis dann Formel 1, ja. Aber ich musste auch Kilometer fahren, sehr viel Kilometer, um Erfahrung zu versammeln und Ausbildung zu machen. Dafür bin ich auch in andere Rennen gefahren, wie Tourenwagen, auch Gruppe C. Und dann habe ich in Gruppe C sehr viel Erfolg gehabt. Das hat mir sehr viel geholfen in meine Ausbildung, in meine Karriere. Du bist ja auch noch Gruppe C nachher und Formel 1 parallel gefahren, ne? Ja. Also das bis 86, ja. Ja, genau. Du bist angefangen mit Formel 3 dann, also tatsächlich in der ersten Saison europäische und deutsche Meisterschaft. Ne? Meine erste Profisaison war in 78. Da hatte ich mein eigenes Auto, kein Mechaniker und das war ein Formel Ford. Und was gut dran war, ich war auch in der Schule als mit meinem Ingenieurstudium. Meine Ende, wie sagt man das, eine Thesis oder Projekt? Die Abschluss. Also Abschlussprojekt. Ach, Diplomarbeit. Ja, ich hatte ein Projekt angefangen in der Schule. Ich habe einen Motor entwickelt, einen Formel-Ford-Motor entwickelt und selbst entwickelt in der Schule und alles kalkuliert. Und dann habe ich diesen Motor in mein Auto eingebaut und bin 18 Rennen gefahren und davon 15 gewonnen mit meinem Motor. Mit deinem eigenen Motor? Mit meinem eigenen Motor und das war für mich fantastisch. So, okay, nicht nur konnte ich fahren, aber ich konnte auch Motoren bauen. Das war für mich eine fantastische Geschichte. Und du hattest da immer noch keinen Mechaniker, sondern hast alles selber... Nein, ich hatte nur einen Helfer, die ab und zu zum Rennen kam. Aber ich habe alles selber am Auto gebastelt und Getriebe wechseln, Motor wechseln, Motor überholen und so. Ne? Das hat gut funktioniert. Und der Motor hatte eine Basis, oder? Also die waren alle gleich, aber es gab ein Reglement. Man könnte fast alles ändern an diesem Motor und innerhalb von diesem Reglement zu bleiben. Ich habe alles am Limit gebracht und alles gut studiert. Das hat funktioniert. Beeindruckend. Und du bist auch auf Achse, also nicht auf Achse, aber mit dem Anhänger selber zu den ganzen Rennen gefahren immer. Und du hast das alles. Also schon ich hatte mal sehr kleines LKW mit Caravan da hinten und ich hatte kein Geld. So, ich musste überall sparen, wo es möglich war. Ich wollte gerade sagen, aber du hast dann tatsächlich von Siegprämien gelebt. Du hast einfach viel Geld gewonnen. Von Siegprämien und von Sponsoren auch ein bisschen. Siegprämien war nicht viel, war Formel 4, das war gar nichts. Es waren mehr Sponsoren, die mir geholfen haben. Im nächsten Jahr kam der Umstieg zur Formel 3. Dann, ne? Dann Formel 3. Dann ich von Formel Ford nach Formel 3 habe ich die Hilfe von Marlboro gehabt in Belgien. Die haben mich in Formel Ford gesehen und dann entschieden, mich zu helfen, einen Sprung zu machen. Ich hatte auch Hilfe von der Racetrack Zolder, Rennstrecke Zolder. Mhm. Die haben mich auch gesponsert. Und es gab so ein paar sozusagen Freunde, die mit mir waren. Die haben Geld gefunden und Geld geholt, um mir die Möglichkeit zu geben, weiterzugehen. Und da bist du ja auch schon aus deutscher Sicht bekannte Namen gestoßen. Zum Beispiel Hans-Georg Börger, der leider früh verunglückt ist. Georg Beloff, Walter Lechner, Joe Gardner. Mhm. Sind die da besondere Gegner besonders in Erinnerung geblieben, mit denen es extrem war? Das war eine gute Zeit in der Formel 3. Mein erstes Jahr war nicht so gut, aber das zweite Jahr war sehr gut. Ich hatte ein gutes Auto und habe das den Meisterschaft geführt bis zum letzten Rennen. Im letzten Rennen habe ich Im letzten Rennen habe ich die Meisterschaft verloren. Aber ich war die ganze Zeit in der Führung, das ging sehr, sehr gut. Ich habe sehr gute Freunde kennengelernt und es war eine gute Zeit, sehr gute Zeit. Formel 2 war auch sehr, sehr gut. Wir waren die gleiche Gruppe, ist von Formel 3 zum Formel 2 gegangen. Gleiche Zeit mit
mit Corrado Fabi Alboreto und auch sehr viele andere. Ja, die du auch später nachher in der Formel 1 auch wieder gesehen hast. Genau, ja. Gab es da noch besondere Erinnerungen oder besondere Rennen aus der Formel 2, Formel 3 Zeit? Eine Erinnerung bleibt in mein Herz sehr, sehr tief. Ich bin dreimal, das heißt einmal mit der Formel 3 und zweimal mit der Formel 2, die Nordschleife-Rennen gefahren und dreimal habe ich gewonnen. Und das war sehr spektakulär, als ich in der Formel 2 angefangen habe, meine zweite Sieg. Dann war ich pro Runde 15 Sekunden schneller als ein Zweiter. Und das war Stefan Bellof hinter mir. So, für mich das war so, so wichtig. Ganz genau. Ja. Stefan Bellof war in der Klasse unterwegs. Ja. Hast du besondere Erinnerungen an den? Weil der ist ja auch... Stefan, wir sind zusammengefahren, auch in Gruppe C mit Walter und mit Walter Brunn. Das war ja, kommen wir auch noch sehr, auf. Sehr gute Fahrer, sehr aggressiv. Und ich denke, er war so, so gut wie Senna. Von den Fahrqualitäten und ich war sehr zufrieden mit ihm zusammenzufahren, weil wir sind immer die gleichen Zeiten gefahren, im Qualifying oder im Rennen. Das war, wir hatten da ein sehr, sehr gutes Team und habe leider Stefan verloren in Spa in 85. Du warst damals in der Formel 2 81 bei March zusammen mit Christian Danner aus deutscher Sicht. Wie Christmas du? Dinner, yeah. Ja. Wie hat wegen dein Christmas-Dinner? Ja, so Christian Danner, Christmas-Dinner. Ich weiß, ja, ich wusste nicht. Wie war das mit England? Die Engländer haben das immer so genannt. Okay, okay. Wie war also als Teamkollege? War das hart oder war das? Es war eine, wie soll ich sagen, mit Christian. Wir hatten sehr, sehr gute Beziehungen und er hat immer große Hilfe von BMW, durch seinen Vater und so. Mhm. Von BMW und das hat dem Team sehr gut geholfen, um damals um gute Motoren zu bekommen und die Werksmotoren auch zu kriegen. Christian war ein sehr angenehmer Typ und ist immer noch. Ja. Vielleicht nicht der Schnellste, aber hat sehr viel gelernt und hat immer besser gegangen. Am Anfang war es bestimmt 2 Sekunden. Von der guten Zeit am Ende war er fast so wie die Besten. So, er hat sehr viel gelernt in kurzer Zeit. Er war in der Formel 2 promoviert und dann hat er gelernt und gemacht, so gratulieren. Und das war ja unter der Bewerbung von auch BMW Roche. Also du hast ja auch noch mit Paul Roche da. Ja, Paul Roche, ja. Mit seinem Untergrundteam. 1982 bist du auch noch Formel 2 gefahren? Ja, mit Honda. Spirit Honda. Das war das Werksteam, wo du nachher theoretisch auch in der Formel 1 schon hättest landen können, ne? Ja, ich wollte, ich habe damals sehr viel getestet für Honda. Mhm. Und wegen, unser Spirit Team war ein sehr kleines Team, hatte kein Budget, keine Hilfe von niemand. Und ich glaube, dass da hat das Sponsoring ein bisschen gegen mich gespielt, weil Stefan Hansen ist in diesem Team geblieben. Weil hat eine Hilfe von Sponsoren, größer als meine. Aber ich wollte auch nicht unbedingt dort bleiben. Ich war sehr zufrieden, woanders zu gehen, weil ich habe die ganze Entwicklung von diesem Motor gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber danach wollte ich richtig Rennen fahren und nicht mehr entwickeln, um mehr zu lernen, wie es läuft. Und dann habe ich mich entschieden, nach Arrows zu gehen. Und das war in 83. Das war sehr gut für mich. Sehr viel gelernt. Sehr viel. Ich bin vielleicht ein bisschen zu lange bei Arrows geblieben. Dann habe ich die Chance gehabt, nach Benetton zu gehen. Das war für mich fantastisch. Wann war eigentlich der Moment, dass du Profi wurdest? Also, dass du von der Rennfahrerei leben konntest? Oh, 78. Ich hatte so Leben, ja. Ich musste mein Geld irgendwo verdienen. Ich habe jeden Tag Pasta gegessen, das war nicht teuer, das war möglich. Brot und Pasta, ich habe davon gelebt, ja, sehr sicher. Aber richtig, um Geld zu... Meine erste, als ich in der Formel 4, Formel 3, Formel 2 war, dann habe ich mich selbst finanziert mit meinen Sponsoren. Und meine erste, sag mal, Gage habe ich in der Formel 1 bekommen bei Arrows, meine zweite Saison bei Arrows. Okay, also aber immerhin hast du bei Arrows eine Gage bekommen, da gab es ja auch mal viele Formel-1-Fahrer, die noch Geld mitbringen mussten. Oh, ja, Sponsor, ne? Ja. Erstes Jahr habe ich Geld mitgebracht.
Ach so. Ja, ich musste eine halbe Million, $500,000 bringen, um meinen Sitz zu kaufen, weil Jackie Oliver hatte überhaupt kein Geld und das war entweder das oder er musste das Auto wegnehmen von der Szenerie. So. Eine halbe Million? Ja. Ich habe auch Geld von der Bank bekommen. Ich habe einen Kredit gemacht. Du hast einen Kredit aufgenommen? Ich habe einen Kredit gekauft, um das zu bezahlen und auch Hilfe von Sponsoren. Und ja, dann habe ich das langsam zurückbezahlt. Ich glaube, es hat 4 oder 5 Jahre gedauert, dass ich das alles zurückbezahlt habe. Das heißt, wenn das schief gegangen wäre, dann wärst du überschuldet? Ja, war bankrott gewesen. Und dann okay. Nee, man muss Risiko nehmen im Leben. Und ich wusste, dass es war kein Unsinn. Das war kalkulierte Risiko. Aber ich wusste, wo ich gehen wollte, wo ich gehen konnte. Und $500,000 war für mich sehr, sehr, sehr viel Geld. Aber ich wusste, wenn ich das schaffe, wenn ich den nächsten Schritt schaffe, dann kann ich das zurückbezahlen. Dann hat es funktioniert. Dein erster Grand Prix war Spa. Ja. 1983. Der Heim-Grand Prix eigentlich. Ne? Genau, ja. Also, ja, ich habe einen Vertrag unterschrieben, das war nach Monaco. Monaco Grand Prix war Chico Serra noch im Auto. Aber er hat überhaupt kein Geld und musste sowieso weg vom Team. Dann habe ich meinen Vertrag unterschrieben. Ich konnte in Spa anfangen. Das war für mich ideal, weil in Spa konnte ich viel kleine belgische Sponsoren. Wenn du das Auto siehst, wenn du ein Bild von heute siehst, damals, ich hatte, ich weiß nicht, 30 oder 40 Sponsoren, die alle so 300, 400, 500 Euro bezahlt haben, um dort zu sein. Okay. Das war eine gute Zeit. Ja. Wie war denn das für dich, das Gefühl, auf einmal im Formel-1-Auto zu sitzen, die Geschwindigkeit? Das war unglaublich. Das Auto zu fahren war nicht so schwierig, das war nicht viel schneller als in Formel 2. Formel 2 war auch schon ein hohes Niveau, ne? Ja. Aber so, mein erstes Ziel war, in den Formel 1 zu gehen, das zu erreichen. Als ich das erreicht habe, dachte ich mir, erster Schritt ist gemacht, jetzt muss ich weitergehen. Gab es in der ersten Saison besondere Rennen, die dir noch besonders in Erinnerung geblieben sind? Das war ein bisschen schwierig, weil das Auto war nicht so schnell. Ich habe sehr viel gelernt. Montreal war ein gutes Rennen. Ich bin fast Sechste geworden in Montreal. Dann bin ich zusammen mit John Watson. Hat mir die 6. Platz weggenommen. Ich war schneller als ihn. Ich wollte ihn überholen. Er hat ein bisschen so gespielt. Ich hatte das nicht erwartet. So, dann habe ich einen Frontflügel verloren und bin 7. geworden. Aber das war meine erste Entry in the Top 6, würde ich sagen. Hat mir gut gefallen. Aber ich meine, im Endeffekt gab es da einen Wechsel in dem Jahr. BMW ist das erste Mal Weltmeister geworden mit einem Turbomotor, genau. Was ja tatsächlich nochmal eine ganz andere Leistungsliga auf einmal war. Ne? Ich glaube, ihr seid ja, mit 600 PS gefahren. Wir hatten 525 PS. Ja, okay. BMW war 800, 900, weiß ich nicht mehr. Ja. Nee, wir hatten die Formel 1, wir hatten zwei Kategorien. Das war eine Kategorie war Saugmotor und die gute Kategorie war Turbo. Die waren viel zu schnell. Aber ich war da zum Lernen am Anfang. Ich hatte nicht viel Erfahrung und dann gleichzeitig bin ich auch Gruppe C gefahren. Genau, das ging zu der Zeit auch schon los. Ja. In 83 bist du den US Porsche gefahren? Hatte ich keine Deal, kein Auto. Ja. Und der Jost hat mich, das erste Rennen war in Monza, erste Gruppe C Rennen für Weltmeisterschaft in Monza. Und ich glaube, am Donnerstag von Monza hat er mich angerufen und meinte, ja, Stefan Johansson müsste für mich fahren, weil er ist nicht da, er kann nicht kommen. Ich weiß nicht warum, nicht mehr warum. Bist du frei? Ich meinte, ja. Kannst du nach Monza kommen? Ich meinte, ja, sicher. 5 Minuten später war ich im Auto, flat out nach Monza. Und ich hatte keine Ahnung, über die Porsche habe ich nie gefahren. Monza kannte ich, aber mit Formel 3, nur mit Formel 3, das sind Autos, die 200 Stundenkilometer Maximum fahren. Ja. Mit Porsche ist 300 etwas. So, ich musste eine ganz kurze Zeit das Auto lernen, Benzinverbrauch lernen, Turbo lernen und das alles anpassen an diese Rennstrecke. Ja. Und zum Glück war Bob Vollek da, hat mir sehr viel geholfen, um das schnell zu lernen. Wir haben das Rennen gewonnen. Okay.
Unglaublich, oder? Unglaublich. Ich meine, ja, Wolleck hast du ja öfter mal das Cockpit geteilt. Ja, ja, oh ja, sehr oft. Danach ja, sich. Ja. Genau. Und ihr hattet, glaube ich, einen Vorteil, dass ihr von der Statur her ähnlich wart, oder? Dass man die Sitze nicht mehr anpassen musste. Ja, ja, das war der große Vorteil. Ich war ein bisschen größer, aber man konnte ganz einfach so Fahrer wechseln. Ja, ja. Ja, okay. Das war, es ging gut. Und auch vom Fahrstil waren wir ähnlich. Ja. Wir hatten keinen Unterschied ins Setup vom Auto. Er konnte das Setup machen oder ich, und es hat immer gepasst. Das war gut. Und dieses Gruppe C-Thema, also im Vergleich zu Formel 1, geschwindigkeitsmäßig oder vom ganzen Fahrstil her, was waren so für dich die Hauptunterschiede? Es gab einen großen Unterschied, mehr Unterschiede. Autos hatten, ich war damals mit dem Arrows mit 525 PS. Porsche hat viel mehr Leistung und viel mehr Grip auch mit diesem Ground-Effekt. Ja. Hat das Auto viel mehr Grip, aber viel schlechtere Bremse und viel schwerer. Das Auto war viel, viel schwerer. So, das war eine komplett andere Kategorie. Aber ich habe diese Auto geliebt, diese 965. Nein, 56, ja, genau. 56. Ja. Ich habe dieses Auto geliebt, richtig geliebt. Damit zu fahren war für mich eine wunderschöne Erfahrung. Wunderschön. Bleiben wir gleich bei dem Wagen, weil du bist dem Wagen ja länger treu geblieben eigentlich. Wir sehen es im Hintergrund auch. Du bist auch mit Jägermeister Brun gefahren, in Jägermeister-Lackierung. Und zwar war das 85 und 86, ne? Bist du die Autos gefahren? 85 war für mich auch so eine wichtigen Moment. Ich war in Daytona. Mhm. Das war Ende Januar in Daytona. 24 Stunden Rennen. Dann habe ich angefangen mit einer Porsche von Bayside Team. Und nach einer halben Stunde ging der Motor kaputt. Wir waren, ich glaube, 6 oder 8 Starting Grid. Das Auto ging nicht so gut und nach halben Stunde war das Rennen Schluss. Dann habe ich gedacht, ja, ich nehme meine Sachen, packe alles, gehe zum Flughafen, fliege nach Hause. Und auf dem Parkplatz habe ich Bob Wolleck getroffen. Er hat mich gestoppt. Stopp, 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 stopp. Er meinte zu mir, was machst du? Ich fahre nach Hause. Nein, du fährst nicht nach Hause. Du kommst mit mir, du fährst mit mir jetzt. Ich habe ein Auto, mein Auto kann gewinnen, aber ich fahre mit zwei Leuten, die sind so langsam. Ich hatte da keine Chance und komm, hilf mir. Habe ich gedacht, okay, gut, umgedreht, Auto geparkt, bin in die Paddock gegangen. Und die zwei anderen Fahrer waren AJ Foyt und Alonso Senior. Und die waren mit dem Porsche sehr langsam, die waren noch nicht motiviert. Und ich bin von dem Moment bis zum Ende des Rennens immer mit Doppelstints mit Bob gefahren. Ich doppelt, dann Bob doppelt und so bla bla bla. So ging es. Und wir sind von 17. Platz bis zum 1. Platz gegangen. Wir haben das gewonnen. Und das war für mich fantastisch. Fantastisch. Und auf dem Rückweg nach dem Rennen, auf dem Flugplatz in Daytona, habe ich Walter Brunn getroffen. Er meinte zu mir, jetzt fährst du für mich in die Gruppe C. Ja, gerne. Ich wollte sagen, wenn Walter das sagt, dann gibt es da kein Zurück. Ne? Ja, gerne. Und dann so hat es angefangen. Okay. Ja, wie war es bei Walter im Team? Super. Es war eine echte Familie. Das war ein Race-Team. Wir waren alle sehr, sehr motiviert. Ja. Und sehr professionell. Und, aber wie eine Familie, mit Walti, mit Peter Reinisch und dann Mechaniker. Das war eine richtig kleine Gruppe mit Leuten, die etwas zusammen erreichen wollten. Und sehr, sehr gute Zeit. Fantastisch. Wir haben ein Rennen gewonnen, wir haben Weltmeisterschaft in 1984 gewonnen zusammen. Und dann, leider das Unfall von... Nee, Sportwagen Weltmeister 86. 86 gewonnen, ja. 86, Entschuldigung. Und leider gibt es diesen Unfall von Stefan. Aber ein Jahr später habe ich das Rennen gewonnen, 1000 Kilometer von Spa. So. Das war für mich, ich habe das Rennen an Stefan dedicated. Yeah. Ja. Parallel bist du immer noch Formel 1 gefahren? Ja, bis 87, ja. Dann hatte ich einen Vertrag mit Ford, Benetton Ford. Ja. Und musste aufhören mit Gruppe C. Ich konnte nur Ford fahren. Wie war das Feeling, diese Turbomotoren damals mit dieser Ich hatte Turbo-Erfahrung in der Gruppe C. Und ja. Das war schon gut. Ja? Ja. Und dann wir hatten am Anfang sehr viele Probleme mit dem Motor. Sehr viel, die waren überhaupt nicht zuverlässig.
Manche Motoren konnten selbst keine einzige Runde fahren. Das war eine gute Arbeit mit Cosworth, um diesen Motor zu entwickeln. Am Ende waren wir sehr, 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 sehr schnell. Und ich habe das Rennen in Mexiko zum Beispiel, Formel 1 in Mexiko zum Beispiel, geführt, bis ich ein elektrisches Problem hatte. Anders hätte ich das Rennen gewonnen. Und so. Wir sind von nichts angefangen bis zum Möglichkeit zu gewinnen. So, ja. Das war super. Ja, aber diese Leistung, diese Brutalität der Leistung gab es eigentlich danach wahrscheinlich nicht wieder, oder? Ich glaube, in Formel 1 ist das nochmal explosiver gewesen. Das war, oder? Mit Arrows war das schlimmer, weil wir hatten 1200 PS. Mit Benetton war das viel, das war weniger, weil die Motoren waren auf 4 bar limitiert. 4 bar Ladedruck limitiert. Mit BMW, das ging bis nicht mehr geht. So, wir hatten, das war mehr aggressiv und mehr Leistung, auch viel mehr Leistung. Mit Benetton hatten wir nur 900 PS. Ja, okay. Der BMW war 1100 oder so, ne? 1200. 1200, ja. Ja, ja, ja. Aber stell dich mal vor, in Monte Carlo mit Qualifying-Reifen, 1200 PS in die Straße von Monaco, das war Wahnsinn. Das war Wahnsinn. Cool. Du bist dann auch zu Williams gegangen. Nach Benetton bin ich zu Williams gegangen. Und dann gab es positiv und negativ. Positiv war, der Motor war super, super. Das Auto war nicht so gut, aber das, was ganz negativ war, ist, als ich angefangen habe, dann die ersten Testen in Rio de Janeiro, da habe ich einen sehr, sehr schweren Unfall gehabt. Und meine Körper war total, wie soll ich sagen, ich war verletzt, aber ich wusste nicht genau, wie und was und wie kann ich das lösen. So, das hat ungefähr 6 Monate gedauert, um wieder richtig fit zu sein. Und sobald es besser gegangen habe, dann habe ich Rennen gewonnen, wie Kanada und Adelaide. Aber in der Zwischenzeit war das sehr, sehr, sehr schwierig. Der erste Rennen war wahnsinnig schwierig. Kann das sein, dass bei Williams der Rennstall war, wo am meisten Politik hinter den Kulissen stattgefunden hat auch? Politik kann ich nicht sagen. Das war nicht nur Politik, ja sicher, aber nicht nur Politik. Das war Williams mit Frank Williams. Die haben das als Business gesehen. Nur Business. Und die haben alles auf Business konzentriert. Das heißt Geld und Renngewinn. Und der Rest zählt nicht, so wie die Fahrer, wie die Mechaniker, nee, man muss gewinnen. Wenn man nicht gewinnt, dann muss jemand weg und jemand neu muss seinen Platz nehmen. So, das war diese Atmosphäre war nicht immer angenehm. Nicht wie bei Boom. Oh nein, es war keine richtige Familie, nee, du hattest ein Gefühl, du gehst dort zum Arbeiten, nicht um einen Sport zu genießen. Bei Benetton war das so. Benetton und Brunn waren sehr, sehr, sehr ähnliche Atmosphäre. Okay. Und ich bin mit Theo Fabi gefahren das erste Jahr und dann mit Sandro Nannini im zweiten Jahr. Mhm. Theo war ganz ruhig, aber Sandro war ein sehr, sehr lustiger Typ. Okay. Wer war also der härteste Gegner für dich in der Formel 1-Zeit? Also im eigenen Team? Der härteste mein eigenes Team? Ricardo Patrese. Ja. Ich bin auch mit Gerhard gefahren. Und das war es auch. Aber Gerhard hatte in der Formel 1 und in der Rennerei wenig Erfahrung. So im Qualifying war ich immer, oder fast immer, schneller. Wir hatten vom 16. Rennen bin ich 13 Mal schneller gewesen als Gerhard. Aber er war am Lernen und dann später ist er viel, viel besser geworden. Mhm. Mhm. Du, bei Williams hast du ja das Rennen 1990, Ungarn, ja. Ungarn, ja. Und das war eigentlich ein Sieg, der vielleicht eins der stärksten Rennen von dir auch, oder? Ja, das war für mich, ich hatte, meine Auto war gut im Qualifying. Ja. Ich hatte Pole Position. Im Rennen war das so und mein Team war auch nicht vorbereitet, um Reifen zu wechseln. Die waren nicht trainiert. Und ich dachte, wenn ich
das Rennen als Erste starten kann, erste Kurve, erste, dann habe ich das gewonnen. Ich wusste, dass ich war gut genug, das Auto war gut genug, um dort zu bleiben. Hätte ich Reifen gewechselt, wie alle anderen, hätte ich das Rennen verloren, weil mein Team war nicht gut genug in die Boxen. Also ich hatte keine Wahl. Ich musste fahren, so schnell wie möglich, aber auch so langsam wie möglich, um die Reifen zu schonen. Und das hat funktioniert bis zur letzten Runde. Von hinten hat immer Senna Druck gemacht. Ja, die haben alle probiert. Auch Senna, aber es hat nicht funktioniert. Gab es dann eine große Feier bei Williams nach dem Sieg? Oh ja, im Flugzeug vielleicht. Im Flugzeug aber weg. Aber für Frank Williams war das gar nicht so gut, dass du gewonnen hattest. Nee, vor dem Rennen hat Frank mir gesagt, ich glaube, wir werden nicht weitergehen zusammen. Vor dem Rennen. Und dann habe ich das Rennen gewonnen. Also ungünstig. Ungünstig. Und Frank und seine alle Teamleute sind nach dem Rennen sofort weggegangen. Ich bin von dem Podest zurück zum Motorraum gegangen, war niemand, war leer, waren alle weg. So war Williams Team. Die waren so, das Business, Business, Business und keine Emotionen. Und als Fahrer, das ist ab und zu komisch und nicht so angenehm. Wobei ich glaube, dass das jetzt gerade ins Gegenteil verkehrt wurde mit Jost Capito als Teamchef. Jost habe ich kennengelernt bei Porsche auch. Er war bei Porsche, ja. Genau. Mit den GT1. Ja. Du bist dann zu Ligier gegangen und das war vielleicht eher keine gute Wahl. Ich habe keine Wahl, endlich. Weil Frank hat mir, er war in Besprechung mit Mansell. Mansell hatte, ich glaube, ein Jahr aufgehört und wollte zurück und war nicht sicher und bla bla bla. Dann hat Frank auch große Sponsor bekommen von Labatt, aber nur wenn Mansell zurückkommt. Okay. So ohne Mansell wäre ich geblieben. Und er hat mich bis Dezember so gehalten. Ne? Ich wollte unbedingt bleiben, aber die andere Möglichkeit sind alle anderen Türen sind zugegangen. Außer bei Ligier. Und da war ich von Renault unterstützt, um dort ein Team zu erstmal lernen, wie was nicht funktioniert und dann versuchen, etwas besser davon zu machen. Und bin da zwei Jahre geblieben. Das zweite Jahr war etwas besser als das erste, aber beide Jahre war grundsätzlich schlecht. Schlecht. Und das war für mich auch, ich habe da auch ein bisschen Interesse verloren. Ich war immer noch motiviert, aber ich hatte gute Autos, nicht die beste Autos, aber gute Autos, gut genug zum Gewinnen. Und dann von dieser Position einen Schritt zurückzugehen, war schwierig. Und dann habe ich mir gedacht, ich fahre lieber Gruppe C oder GT1 oder wo es Spaß macht. Du hast dann trotzdem nochmal, nach zwei Jahren, bist du nochmal zu Jordan gegangen, ne? Mhm. Also das war auch ein Fehler, weil das Auto war zu klein. Die war für Barrichello gebaut. Und Barrichello ist so groß, 1,20 Meter. Und ich konnte in das Auto nicht passen. Ich habe dann Eddie gefragt, etwas zu tun, um das Auto vielleicht in einem Monocoque etwas länger zu. Ich brauchte ungefähr 10 cm. Und hat er nie gemacht, er hat kein Geld dafür. So. Ging nicht und dann habe ich aufgehört. Es war zu gefährlich für mich. Ich konnte das Auto nicht lenken und dann mit ein bisschen Übersteuern war nicht mehr zu handeln. Es war gefährlich, endlich gefährlich zu fahren. Man kann sich das gar nicht vorstellen, dass man einen Sport ernsthaft betreiben soll und jemand baut das Auto zu klein. Ne? Oder das passt nicht für mich gebaut. Okay. War entweder war das Auto zu klein oder war ich zu groß. Ach ja, vielleicht. Ne? Wie war Eddie Jordan als Teamchef? Der gilt ja auch als... Es ist verrückt. Ganz verrückter Typ und Businessman, unglaublich gutes Businessman, unglaublich gut. Er hat auch Spaß in alles, was er macht und sehr, sehr extravertiert. So. Und nach 10 Rennen, glaube ich, hast du dann gesagt? 10 Rennen habe ich aufgehört. Das war in Belgien auch. Auch wieder in Belgien? Genau. Ja, ich wollte bis zum Belgien gehen. Okay. Aber ich habe mir gedacht, dann nach der ersten oder zweiten Rennen, was mag ich hier, das ist nicht mehr zu tun. Es war sehr, sehr gefährlich. Ich habe mich mit ganz hoher Geschwindigkeit in Donington zum Beispiel gedreht, in diese Essen, die runtergehen. Ja. Gedreht und ich hatte kein Gefühl vom Auto, das war unmöglich. Und ich habe ab und zu sehr, sehr große Angst gehabt, aber ich wollte nicht so
weggehen. Ich wollte bis zum Belgischen Grand Prix gehen und dann aufhören. Nach 163 Rennen. Hast du das jemals bereut eigentlich, das aufgehört zu haben, Formel 1? Nee. War alles gut? Für mich war das klar. War abgeschlossen? Ich hatte keine bessere Auto. So ja. Hätte ich einen McLaren oder Ferrari, ja. Na klar. Ja, sehr gern. Gab es einen Traumrennstall für dich, wo du gerne gefahren wärst damals? Ferrari. Okay. Ja. Und ich hatte damals Sprache mit, als Ayrton Senna war mein bester Freund. Wir waren sehr viel zusammen, wir haben sehr viel gesprochen über alles. Und er hat einmal die Möglichkeit, nach Ferrari zu gehen. Und er meinte, wenn ich nach Ferrari gehe, dann kommst du mit mir. Dann habe ich gesagt, okay, gut. Aber das hat nicht funktioniert. So, ich habe diese Möglichkeit nicht gehabt. Ich hatte auch einmal einen Termin mit der Ferrari-Mannschaft in Monte Carlo. Okay. Das war in meine Benetton-Zeiten. Aber dann war die Möglichkeit nicht mehr da. Senna, wo du gerade sagtest, ihr wart befreundet, der ist auch der Partneronkel von einem Sohn. Mein zweiter Sohn, ja. Okay. Mein zweiter Sohn, das war Ayrton Senna. Und dann ist er gestorben. Dann haben wir Michele gefragt, um das zu übernehmen, diese Funktion. Hat es gemacht und dann ein bisschen später ist er auch gestorben in einem Auto. So, mein zweiter Sohn ist ein bisschen. Kein Partner. Kein Glück mit. Ja, das stimmt. Motorsport ist gefährlich. Und da ging es ja extrem erfolgreich nochmal für dich weiter in der Sportwagen-Weltmeisterschaft. Ne? Mit Porsche, GT1. Ja, mit der GT1, ja, das war super. Super Zeit. Stück und Le Mans. Ja. Sie sind sehr, sehr gut und das war ein gutes Team. Porsche-Team war auch damals ein kleines Team. Von der Größe, das war nicht so wie früher mit 62, das war ein kleines Team. Und war einfach ein guter Spirit, gute Atmosphäre da. Und wir haben sehr viel Rennen gewonnen und das ging sehr gut, ja. Wie war es mit Strieze Stuck im Auto? Ich glaube, wir sind privat auch befreundet. Ja, wir sehen uns ab und zu so, ja. Hm. Ja, Stritz, ja. Nee, das war immer sehr gut. Das ist ein lustiger Typ. Und, ja. Der größte Erfolg Le Mans war Platz 2 1996. Platz 2 mit der GT1, ja. Klassensieg. Das war ein klasse. Le Mans habe ich nie gewonnen, aber ich habe 10-mal gemacht und dann nie gewonnen. 2-mal ganz großen Unfall gehabt. Und 99 habe ich fast mein Leben verloren. Ich weiß, ja. Da kommt jetzt auch ein Toyota. Ja, ja. Wieso bist du zu Toyota gegangen? Porsche nicht, der Herbert Hampfer war da ein Teamchef. Fängst du jetzt an? Ist das Walter? Wir müssen das. Herbert Hampfer, mein zweites Jahr bei Porsche mit der GT1 ging so. Und wir waren nicht ultra kompetitiv. Das Auto brauchte ein bisschen mehr Entwicklung, um schneller zu gehen und so. Und er musste Entscheidungen treffen. Was wechseln wir? Auto, Fahrer? Und er wollte sich als Chef wichtig machen und er hat mich einmal telefoniert und meinte, wir machen weiter, aber nicht mit dir. Dann dachte ich, okay, gut. Dann fahre ich bei Toyota. Aber Toyota hat nur ein Rennen gemacht, zwar Le Mans. In 88 und dann in 80 auch. Und parallel bin ich für Champion Racing in Amerika gefahren. Und das war für mich sehr gut, weil in 88 habe ich diese Meisterschaft gewonnen in Amerika. Und wie war das bei Toyota? Toyota ist mit einem riesen Aufschlag nach Le Mans gekommen, mit einem Riesenteam. Riesenteam, ja. Und das Nachteil war, das Auto war super. Super. Und wir hatten auch sehr viel getestet. Wir haben Testen gemacht in Castellet, 36 Stunden nonstop. Es hat alles funktioniert. Aber es ist nicht Le Mans. In Le Mans gibt es andere Probleme, andere Schwierigkeiten. Und sehr, sehr große Team, sehr schnelle Auto. Das war das schnellste Auto. Aber zu wenig Erfahrung. Mhm. Zu wenig. Dafür haben wir das erste Jahr war ich auch in Führung. Und ich habe so 30 Minuten vom Ende einen Getriebeschaden gehabt und konnte das Auto nicht mehr zurückbringen in die Boxen. Leider. 30 Minuten vom Leider hab ich das verloren. Und dann 99 habe ich meinen Unfall gehabt. Ja, 99 der Unfall auch in Führung liegend. Ja, in der Nacht. Das Auto war noch besser dieses Jahr. Und es war ganz einfach. Wir hatten gewinnen können ohne Problem.
Ohne Problem. Und hat einen Porsche-Fahrer, glaube ich, übersehen. Ja, ne? Porsche-Fahrer mit dem GT3 oder GT2. Ja. Hat mich gesehen und ist in mir reingefahren. In der Mitte von 3 Uhr morgens. Und es war sehr schwer. Sehr schwer Unfall. Ich habe da. War erstmal 25 Minuten im Auto. Ohne Gefühl in Beinen. Schulter gebrochen, die Rippen war im Lungen drin und so. Sehr schlecht. Und ich bin ins Spital gegangen in Le Mans, musste da 2 Tage bleiben, weil ich habe zu viel Blut und zu viel Wasser in die Lungen, um transportiert zu werden. Dann bin ich nach Paris gegangen und ich habe da zwei 8-Stunden Operationen gehabt von Professor Saillant. Und er hat mich gerettet. Ich habe sofort mein Gefühl in die Beine zurückgefunden. Und dann, aber ich bin sehr, sehr tief gegangen, sehr tief gegangen. Das war geplant, dass es dein letztes Rennen war, ne? Ja, das war geplant, ja. Also das war jetzt nicht so, dass du gesagt hast, mal gucken, das war auch so geplant. Ich habe zu meiner Frau gesagt, ich mache Le Mans, und dann, wenn ich Le Mans gewinne, mache ich Schluss. Wenn ich nicht gewinne, dann mache ich meine Saison in Amerika bis zum Ende. Ich hatte da einen Vertrag für diese Saison und müsste meinen Vertrag einfüllen. So, ja, ich habe stoppen müssen, aber das war so ziemlich, ziemlich hart. Und danach habe ich so ungefähr 2 Jahre gelebt mit Schmerzmitteln. 2 Jahre noch? 3-mal im Tag musste ich das nehmen, weil der Schmerz war so unglaublich stark. Unglaublich stark. Im Rücken, in den Beinen oder was? Ja, vom Rücken, im Rücken, ja. Und dann könnte ich anfangen zu normal laufen, gehen. So, und dann ist es besser und besser und besser gegangen. Nach 4 Jahren könnte ich wieder Sport treiben. Aber das war so viel Arbeit, um die Muskulatur wieder aufzubauen. Mein linkes Bein zum Beispiel war nichts, war nur der Knochen da. Gar nichts mehr. Alles war weg. Das war der mit Abstand härteste Unfall, ne? In deiner Rennfahrerkarriere, logischerweise. Ja. Also zum Glück war das letzte Rennen, nicht das erste. Stimmt, sonst. Als letzte Rennen kann man das akzeptieren. Ja. So ist das und dann geht es weiter. Und du hast aber schon parallel ein zweites Standbein aufgebaut, nämlich Flugzeughandel. Ja, aber das war ein Hobby für mich. Ich mit 22, 21 habe ich fliegen lernen. Ich hatte meinen Flugschein und dann, als ich bei Benetton war, hatte ich ein bisschen Prize Money. Konnte ein kleines Flugzeug kaufen, dann habe ich das verkauft, dann größere gekauft, dann wieder verkauft, dann noch etwas größer gekauft. Und dann habe ich dann Erfahrungen versammelt. Ja. Und dann in 1997 ist Heinz-Harald Frentzen zu mir gekommen und er meinte zu mir, ja, ich möchte gerne ein Flugzeug kaufen wie dein, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber was war das für ein Flugzeug? Ein Cessna, ein Citation. Ja, okay, so aber schon Jet, richtig was Großes sein. Ja, ja, so ein Jet. Single Pilot. Ich bin immer allein geflogen. Und dann habe ich das Fliege für ihn gekauft. Das war mein erster Kunde. Heinz-Harald? Und Heinz-Harald. Und sofort danach ist Keke zu mir gekommen. Ich habe hier ein Flugzeug, ich möchte gerne verkaufen. Und Mika sucht etwas. Mika Häkkinen, kannst du bitte einen Learjet für Mika finden? Und dann ging es los. Und Michael Schumacher ist auch zu mir gekommen. Bla bla bla. Okay. Ich habe ungefähr 10 Flugzeuge in der Auto, in der Rennerei verhandelt. Und dann bin ich ein bisschen weiter gegangen. Frankreich, Deutschland. Und dann habe ich eine Werbung gemacht. Ich habe Firma gegründet. Und ging es los. Wer von den Formel-1-Fahrern war der härteste Preisverhandler? Michael. Michael Schumacher. Ja. Der hat Willy Weber wahrscheinlich gehabt. Ne? Nein, nein. Ich war direkt mit Michael. Ja. Ich habe mit Willy nie gesprochen. Okay. Über sein Flugzeug. Nee. Okay. Und das habe ich das entwickelt. Und bis jetzt haben wir 411 Flugzeuge verkauft. 411 Flugzeuge verkauft in 72 Länder. Das ist international geworden. Wir sind Monaco basiert, wir sind 9 Leute, ja. Und wir machen das alles aus Monaco. Das ist wahrscheinlich auch steuerlich ganz attraktiv, ja. Oder? Nicht nur das, aber das Wetter ist auch gut. Was ist das größte Flugzeug, was du jemals verkauft hast? Wir haben ein Boeing Business Jet,
und Airbus Corporate Jets sind die gleiche Größe wie Airbus, Boeing 737 als Business Jet oder Airbus, das ist wie ein 319. Okay, über was für Preise spricht man da? Man spricht über 100 Millionen. Gebrauchte gehen für 60 Millionen. Unvorstellbar. Aber ein anderes Business, was du jetzt auch machst und was mir ganz besonders gut gefällt, ist Boots and Classic Cars. Classic Cars, das habe ich habe immer Benzin im Blut, ist immer noch da. Und ich habe alles mit Autos aufgehört nach meinem Unfall. Ich konnte kein Auto mehr sehen, kein mehr hören und war auch in Formel 1 nicht interessiert. Ich weiß nicht, wer Weltmeister gewesen ist in so ungefähr die 10 Jahre nach meinem Unfall. Die habe ich gar nicht gefolgt. Und dann ist das langsam zurückgekommen. Slowly. Okay. Und für 2 Jahre habe ich Boots & Classic Cars gegründet. Wir verhandeln Autos, Classic Cars, von sehr hohem Niveau. Und ich habe das allein angefangen. Und jetzt ist mein zweiter Sohn mit mir, der etwas mit Senna zu tun hat. Und Michele. Er ist jetzt bei mir und ist hochmotiviert, um das zu tun, und das funktioniert gut. Ja. Und ihr handelt tatsächlich ich habe mal geguckt auf die Seite, von 924 bis zum 962 Ferrari Testarossa. Ja, also wir haben alles, die Bank, ja. Wir haben noch viele Autos, die nicht offiziell auf unserer Website sind. Okay. Die sind sehr confidential. Aber wir. Und habt ihr auch ein Showroom in Monaco? Oder? Wir haben ein Showroom, nicht in Monaco direkt, aber daneben in Ventimiglia. Okay. Es gibt eine neue Hafen, Monaco hat diese Hafen gekauft, und das heißt der dritte Hafen von Monaco. Und da sind wir, Ventimiglia. Klingt auf jeden Fall toll. Hat dich das Rennfahrergehen jemals verlassen? Fährst du nochmal wieder? Du bist, glaube ich, Tour Auto gefahren. Tour Auto bin ich gefahren, dreimal schon. Gewonnen letztes, dieses Jahr. Dieses Jahr gewonnen, ja. Das war eine tolle Erfahrung. Das ist für mich schwierig, weil ich bin nie Rallye gefahren. Und wenn du eine Porsche fährst mit Porsche 2 Liter mit 170 PS, das geht noch auf die normale Straße. Aber mit dem Cobra, dieses Jahr, wir haben 500 PS und 950 Kilo. Das ist was anderes. Das ist eine richtige Attacke. Und ohne diese Erfahrung war das, ich musste sehr schnell lernen. Ja. Sehr schnell lernen. Aber ich war hochmotiviert und es hat funktioniert. Kommen wir, glaube ich, zu meiner letzten Frage. Jetzt muss man dazu sagen, wir sitzen hier bei Walter Brun, der neue Buchpräsentation, und es sind so viele von euch gekommen, das ist wirklich fantastisch. Und wir sitzen hier in so einem Glaskasten und ständig kommen Leute und winken hier rein. Und jetzt musst du natürlich raus und deine alten Freunde wieder treffen. Jetzt kommen wir zu meiner letzten Frage. Die letzten 50 Liter Benzin. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du die verfahren? Wenn es keine mehr gibt? Ja, wenn es dann noch nichts mehr gibt. Also, ich bin jetzt im Moment, als ich Montreal gewonnen haben in Formel 1. Ja. Das war in 1989 mit dem Williams Renault. Habe ich das Auto gekauft von Frank Williams. Oh, ah, okay. Und dieses Auto war bei mir im Büro auf der Wand, so schräg. Ja. So für, weiß ich, für 32 Jahre so geblieben. Und nein, weniger. War erstmal bei mir und dann im Büro. So seit 2008 ist bei mir im Büro. Und ich habe mich entschieden, dieses Auto zu restaurieren und wieder in Gang zu kriegen. Aha. Mit einem offiziellen Renault Motor, mit alles original auf dem Wagen. Und das wird sicher noch 2-3 Jahre dauern. Aber dann, wenn ich nur 50 Liter habe, aber das reicht mir, um ein paar Runden zu fahren. Und auf welcher Strecke? Welche Strecke? Ja. Oh, Lieblingsstrecke wäre Nordschleife. Okay. Nordschleife, also, ja. Die Dämpfer ein bisschen weicher stellen. Ja, ich kann vielleicht mit 50 Liter so 2 Runden fahren, 3 Runden mehr. Muss ja nicht vorher. Lieblingsstrecke, ja, das ist immer gewesen. Ja. Nordschleife. Okay. Ich kenne die noch auswendig. Ich könnte gehen mit Augen zu und dann fahren. Das. Hast du noch mehr Formel 1 Autos aus deiner Zeit? Nee, nur das. Nur das? Nur die. Okay. Und sonst irgendwelche Klassiker? Irgendwie ein nee. Also das Formel 1 Auto? Ich habe nur eine Fiat Cinquecento von 57. Okay. 57. Dann wirst du ein paar mehr Runden schaffen. Thierry, herzlichen Dank für deine Zeit. Ganz viel Spaß gemacht. Das war Thierry Buzen für euch. Falls ihr noch ein paar Millionen übrig habt und einen Privatjet sucht oder einfach ein bisschen davon träumen wollt, habe ich euch nochmal den Link zu seiner Firma Buzen Aviation in Monaco in die Shownotes geschrieben. Und da findet ihr auch den Link zu den klassischen Autos, die er aktuell im Angebot hat. Jetzt trinken wir alle noch einen Entelbucher Kaffee auf Waltis 80. Und wenn wir wieder nüchtern sind, gibt es nächste Woche eine neue Folge bei mir. Bis dahin,
bleibt nüchtern, fahrt nüchtern, bleibt vor allem gesund. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.